George Garcia. Reports of violence. Irgendwie. Sollte vielleicht eine Taschenlampe mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, irgendwem fehlt eine Taschenlampe. Jetzt bin ich ausgerüstet. Ja, mit einer dicken Erkältung würde ich sagen. Ja, das auch. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist bei mir dauerhaft, insofern. Ich schwöre, ich habe dich nicht angesteckt. Nee, das glaube ich dir sogar. Könnte tatsächlich sein, dass wir dir chronisch ist, ne? Nee, Capallo, das ist bei uns allen so. Licht ist an. Ob das chronisch ist, keine Ahnung. Dafür müsste ich ja zum Arzt gehen. Ich habe einen Knochen. Was würde ich dir während dieser Momentanzeit... Einen Knochen. Mach jemand einen Foto? Kann ich ihn aufheben? Ja, Sekunde, Sekunde. Nee, also aktuell gehe ich auch nicht zum Arzt, wenn ich nicht unbedingt muss. Ich habe irgendwo eine Tür gehört. Irgendwo rechts. Hier ist eine Tür auf, ja. Ich kann nicht leiden, wenn man diesen Kreis nicht sieht vom Fadenkreuz. Also die hier, die hatte ich aufgemacht, aber weiter war ich noch nicht. Da ist die Badezimmertür auf. Hallo, ich habe einen Schritt gehört. Da war irgendwo ein Schritt. Okay. 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 Also ja, nix. Hier ist gar nix. Der Schisser traut sich ja nicht. Also hier ist zu warm, vorne ist kühler. Ganz ehrlich, Capallo, ich lasse mich da gerne einfach von meinem Arzt oder von meinem Apotheker beraten, was das angeht. Aber Dankeschön. Bist du hier? Wie alt bist du? Wenn ich mit dem rede und mein Handy vibriert, ist das ein gutes Zeichen? Nein. Kannst du mich hören? Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Hallo? Leichtes Aufstöhnen. Aber es war etwas weiter weg. Vielleicht über uns? Bist du hier? Mami ist da hinten. Ich höre hier nichts. Wir brauchen mehr Kameras. Mehr Kameras. Da. Irgendwie. Oh mein Gott, ich gehe gerade rein und. Ich bin raus. Ich hab ein Foto gemacht. Das ist gut. Da sieht man auch, wie nah voller Arsch stand.
Ja, was heißt, ich gehe da tüdelü, ich gehe einfach mal durchs Haus, dann komme ich da ja irgendwo lang oder so. Heißt das jetzt, dass er mich mag? Naja, er hat dir ja schon eine SMS geschickt. Aber vielleicht sollte ich ihm sagen, dass ich ihn nicht mag. Naja, weißt du noch, wie das damals in der Grundschule ausgegangen ist, wenn du dem Typen, der auf dich stand, gesagt hast, ich mag dich nicht. Oh, das war die Hölle auf Erden. Noch? Oh Gott, halt. Wie der? Niedlich. Apfel oder Mango-Sushi würde ich nehmen. Was? Lara geht nach hinten los? Nein. Apfel oder Mango-Sushi? Oh. Ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich fände ich es cool, wenn man fast nur schneller laufen könnte. Aber wenn wir schneller laufen können, können die Geister auch schneller laufen. Und ich weiß nicht, ob mein Herz das mitmachen würde. Das finde ich scheiße. Ich meine, stell dir mal vor, dass die nicht in so einem normalen Tempo, sondern plötzlich mit 80 km/h Speed hinter dir herrennen würden. Oh also, nein. Sorry, aber dann wäre ich ja direkt weg. Nein. Oh, da ist aber jemand müde. Ja, ich bin auch echt müde, deswegen habe ich ja gesagt, das ist meine letzte Runde heute erstmal. Direkt das Kopfkissen raus und die Kuscheln. Ja. Ich weiß auch nicht warum, ich bin einfach ultra kaputt. Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, genau, ich fühle mit Hami. Hami hatte so eine anstrengende Woche, deswegen bin ich müde. Jetzt passiert hier wieder. Da ist jemand durchs Wald. Ich hab ihr nicht die Tür vor. Nein, Basti! Oh mein Gott! Er war hier mit mir drin. Er stand hinter dir. Ja, er hat Basti erwischt. Er stand direkt hinter dir. Er hat Basti erwischt. Ja. Ich hab extra gewartet, damit er reinkommen kann und er hat ihn getötet. Ja, ihr wart im Raum, in dem der Geist drin war. Ach, 20 Euro geht doch. Ja, ich wusste nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, aber ich hab dann gedacht, okay, da wartest du und Basti ist hinterher und ich, ja. 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 Stimmt, er ist jetzt auch mal gestorben. Ha! Und er kann nicht mal sagen, ich habe ihm die... Und er kann nicht mal sagen, ich habe ihm die Tür vor der Nase zugemacht. Ha! Ich habe dem auch nicht gesagt, wo er ist. Ja, ich habe das Glas gesehen. Ich habe dem Geist nicht gesagt, er soll mich töten. Ich glaube aber, dass das Buch dann da falsch liegt, wenn der da hinten im
Nee, da war dreckiges Wasser, das hat er uns gerade angezeigt. Ich habe gerade dreckiges Wasser fotografiert. Der Hahn im Tor. Nein. Ich habe einfach geknipst, sorry. Was ist das da? Sagen. Das war meine Okay. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie Orbs. So, lass mal eben gucken. Er ist durch Salz gelaufen. Ich habe einen Grund, ich bin bewaffnet. Nein, nein. Nicht wohin. Ah, toll. Lara, du bist tot. Ach. Wir haben nichts. Ich wusste nicht mehr wohin. Und hier sind überall Türen. Ich versuch ihn abzuwerfen, aber. Hat nicht funktioniert. Der wurde recht schnell am Ende. Ja. Der hat von der Tür aus dann Satz zu dir gemacht. Das ist ja kacke. Ich glaube nicht, dass wir das hatten. Nur nach vorne. Aber wenn sie drin stehen, dann können wir denen das ja zeigen. Ich habe eine Dose in der Hand. Das ist Karma. Chris schreibt auch gerade, das ist Karma, weil ich mich gerade darüber lustig gemacht habe, dass er dich getötet hat. Karma in my face. Verstehen das mit dem EMF? Hallo. Weiß ich nicht. Ja, ich höre dir zu. Wir haben halt gar nichts. Du hast noch nicht mal Messer. Was? Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich seh's. Moment, Moment. Ja, ich weiß, ich sehe das mit den Räucherstäbchen. Ich bin schon dabei. Wenn ich nicht wüsste, ne, dass die zwei dir Sachen dahin werfen können, dann würde ich dich jetzt fragen, mit wem du redest. Ja, du weißt aber, was die machen. Kinder, ist okay, ich bin auf dem Weg. Hase, kommst du mit? Ich glaube, meine Geisterbox ist kaputt. Ist kacke oder ist kaputt? Kaputt? Du machst keine Geräusche. Das ist ja doof. Warum gehst du denn da rein? Ah, jetzt macht sie Geräusche. Was? Ach, das ist die EMF. Jedoch, eingespieltes Team. Moment mal. Soll ich dann hier räuchern oder da vorne? Ich hab hier nur alles doppelt und dreifach platziert, weil ich nie weiß, wo diese blöden Orbs sind. Ah ja, ist schon klar. Ihr zwei geisterischen Erscheinungen. Hier hinten an der Tür räuchern oder vorne im Bad räuchern? Also wenn es hier hinten ist, bitte hier was hin.
paar Sekunden, ich geh mal nach vorne. Bist du impotent? Alles wie geplant. Die ganze Zeit im Stream so selbstverliebt vor sich hin, als wüssten die was, was wir nicht wissen. Ich glaube, es ist nur einfach ein Geist wesentlich. Ja, hat sie. Wir haben das beim Räucherstäbchen. Nee, das nehme ich jetzt aber persönlich. Aber ich bin nicht selbst verliebt. Glaube ich zumindest. Okay. Geh mit der Kamera spielen können. Geh noch mit Cooler und sowas, dass er so zwischendurch umschalten kann. Ich geh mal eben zu Hami. Aber ich bin noch nicht selbst verliebt. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hallo Hami. Hallo Geist. Hallo Hami. Hallo Hami. Hallo Hami. Hallo Hami. Hallo Geist. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ich tu dir nichts, wirklich. Ich hab auch kein Problem damit, dass du ein Beil hast. Hallo. Oh, nur weil du arbeiten musst, da kann ich doch nichts für. Ach so. Weil du gerade schon wieder so guckst. Ja, weil du so. Hami, Hami. Ja, weil ich probieren möchtest, ob. Ob hier das Parabolmikrofon funktioniert, wenn ich hier jetzt rede. Hello. Oh mein Gott, can you hear me? Ich bin denn verrückt. Hm. Geist, ich meinte nicht dich. Also du bist vielleicht auch verrückt, aber das ist okay. Hm. Bist du hier? Nein. Rede mit mir. Bleib versteckt. Ich möchte dich nicht sehen. Du bist hässlich und du hast eine Mütze im Haus an. Das ist unhöflich. Und dein Hackebeil ist schmutzig. Oh. Ich glaube nicht, dass er mit dir reden will. Ja, das Gefühl habe ich auch. Du bist eine blöde Pissnelke. Red doch mit dir selbst. Hm? Hallo! Junge, zeig mal deine Drecksfresse. Was ist das denn hier? Ja, ich muss erstmal die Hardware. Achso, ja, ich frag doch nur. Aber ja. Du meintest, du bist. Ja, das war der Holländer, der mit. Und Lacher getötet. Ja, ich frag gar nicht mehr. Wenn es eine Zeit gab, um auffallen zu werden, ist es jetzt. So, ich renne jetzt einmal von hier da hinten hin. Bleib mal draußen. Wir schmeißen Kruzifix, falls notwendig. Vorne liegt auch noch ein. Okay, wahrscheinlich selbst. Ich deute das, als ich höre. Sekunde. Nee, ich hab dich gerade nicht gehört. Hast du was gesagt?
Weil Hami war sehr laut. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gehört. Okay. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay. Die sind halt wirklich sehr laut. Ja, die geben sich viel Mühe, muss man schon sagen. Meine Oma kann bestimmt nicht kochen. Allerdings. Ich bin vielleicht traurig, dass mich auf der Toilette erwischt hat. Ja, so ein bisschen. Hallo. Georgie. George Garcia. Boah. Du Arschloch. Komm jetzt her. Hopp. Ganz schön laut. Wo bist du denn? Hallo. Du blöd. Ja, der baut ja da hinten an den... Nee, das ist der Hausmeister. Der baut doch da hinten gerade an den Servern rum und macht und tut. Deswegen funktioniert bei mir hier ja nichts mehr. Da hat jemand sehr viel Spaß an seinem Job, war? Ja. Hobby zum Beruf gemacht. Zeige dich. Schwierig. Meine Lüfter drehen auf 14.000 Umdrehungen. Oh, seine Lüfter drehen jetzt auf 14.000 Umdrehungen. Da ist er. Wo läuft er hin? Weißt du es? Oh, der ist so schnell. Der ist ja mega schnell. Warum geht der nach oben? So. Ich weiß nicht, ob man vor dem weglaufen könnte, ey. Das ist echt ich glaube nicht. Sein. Das wäre ein sehr knappes Rennen, ey. Wo will der denn hin? Sehr zielstrebig, der Bruder. Aber wenigstens geht er nicht in Richtung von Hami. Das ist schon mal viel wert. Guckt sich irgendwie so. Wie nennt man denn diese? Was ist da weg? Ah. Nein, man kann die Axt nicht mitnehmen. Mein Kruzifix ist weg. Ich hab's auf die Türschwelle geschmissen, also durch die Tür, die er mir vor der Nase zugeknallt hat. Und mein Kruzifix ist weg. Ich glaube Stray. Ich glaube Stray hatte gefragt, wann das im Angebot ist. Aber die ist gerade nicht da. Immer diese masochistische Ader. Ja. Muss doch irgendwas geben. Genau das ist es. Dann müssen wir gleich Boschi und Lara noch ein bisschen befragen. Die sind bestimmt hinterher im Geist. Nee, wie kommen die denn auf sowas? Der hat da gerade irgendwas hingeworfen, hast du es gesehen? Ja. Auf diese Matte oder was? Ich geh mal eben gucken. Du kannst ja die Fragen beantworten. Kinder, ist einer von euch hier? Ja. Okay. Ist euch irgendwas Besonderes aufgefallen? Einmal schmeißen für nein, zweimal für ja. Ja, top. Wer denn da hingeworfen? Ah. Ihr habt doch sicher gesehen, wo ich war. Ich war ja da unten in dem Bad. Wenn der weggelaufen
Ich würde sagen, der ist schneller geworden. Das war übrigens. Ich nur einmal gemacht, aber ich bin nicht so. Ja. Es ist übrigens ein Pinsel gewesen. So, wir haben eben. Das kann sein. Phantom, Banshee, Jin, Revenant, Shade, ohne. Ein Orb hat davon. Ja, was ist denn? Ja? Oh, Hase, du hast 0 Sanity. Ich hatte auch nicht vor, da nochmal reinzugehen. Ja, aber das ist mein Auto, sehr stark runtergegangen. Schön. Ja, ich hatte aber. Ist mir doch egal, ich gehe da nicht schon mal rein. Also, Shade kann raus. Jin kann raus. Phantom kann raus. Shade, Jin, Phantom raus. Banshee. Das Problem ist, sie gucken halt auch nicht beim Klo nach, ne, mit der Kamera, oder haben sie da schon reingeschaut? Ja, ich glaube nicht. Banshee, Revenant oder Oni? Hast du irgendwann mal deinen Atem gesehen? Nö, und es ist kein Oni, weil dann wäre Oni und Jin wird schneller. Also Oni ist ja schneller. Hm. Sind irgendwie auch aktiver, wenn Leute in der Nähe sind, von daher würde ich einen Uni auch raus. Mir scheint die Dosis sehr unvorteilhaft beim Werfen, kann das sein? Ja, die fällt immer runter. Die rollt. Ja, so oder so, also ich nehme alles mit Orb raus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir wissen es ja gar nicht, weil die nicht beim Klo geguckt haben. Gut, aber wenn wir auch das Buch rausnehmen, bleibt nichts mehr übrig. Ich gehe auf den Revenant, ich gehe da jedenfalls nicht mehr rein, dafür bin ich viel zu schisserisch. Ja. Also wenn wir Buch und Orb rausnehmen, sind wir bei einer Banshee. Aber dann hätten wir Gefriertemperaturen an irgendeinem Punkt. Also die merken das hier gar nicht, ne? Ich glaube, die hören es auch nicht, oder? Macht das Geräusch? Ich glaube, es macht keine Geräusche. Lara zeigt auf dem Bildschirm. Ah, sie haben es gemerkt. Oder ihr ist langweilig. Nee. Warum denkt ihr eigentlich immer so schlecht von mir? Ja, aber die können ja keinen Orb sehen, oder? Nein, aber ja. Das zu mehr. Okay. Ja, ist okay. Soll ich wechseln, die Kamera, oder wie? Ja! Schmeiß mal auf die Maus, wenn ich die Kamera wechseln soll. Okay. Nochmal, ne? Das Badezimmer, ne? Badezimmer. Ja, wir haben das Badezimmer überhaupt nicht im Blick. Kamera im Bad. Ah, sie haben es selber rausgekriegt. Sehr gut. Ich befürchte, wenn ich da reinstelle, bin ich tot. Ja, Hami sollte nicht mit den Sanity rein. Ah, sie hat gerade Pillchen genommen. Da ist der Mut wieder. Da ist die Hami, die wir kennen. Wie sie leibt und. Boah, zwei Packungen, ey. Jetzt will sie es wissen. Jetzt will sie es wissen. Okay, ihr zwei. Ich will hier, es ist mindestens einer von euch noch hier. Kamera ins Bad, zwingend notwendig. Einmal ja, zweimal nein. Ach Mensch, ey. Ach, fuck. Hase, wo bist du hin? Ich will die Kamera ins Bad. Ja, es ist gerade so lustig. Wird zwar nichts bringen, aber ich hole mal nochmal Räucherstäbchen mit. Ich verräuchere ihn, während du da drin bist.
mich. Zu spät, weil wenn du die Kamera reinbringst, dann hol ich das Kruzifix. Ich bin schon wieder draußen. Okay, toll. Was? Er ist mir gerade ins Öhrchen geklopft. Das klang jetzt leicht gehässig. Ein bisschen. Aber Lucy, ich glaube, das hat mit uns zu angetan. Es hat echt keinen Sinn. Die zwei sind wahrscheinlich schneller verzweifelt. Das ist mir jetzt egal, tatsächlich gerade. Ich glaube, die sind schon froh, dass wir überhaupt ihren Hinweisen teilweise so ein bisschen folgen können. Ja. Schon. Ein bisschen. Wie heute Mittag, da hat Boschi die ganzen technischen Sachen erklärt. Da hab ich mir auch gedacht, wir nerven sind. Dann hat aber Lara gemeint, nee, das ist okay. Sie freut sich ja, wenn wir nachfragen. Ich hab gesagt, sie soll einfach Bescheid geben, wenn wir nerven. Ja, immer fragen. Ich glaube, die würden auch einen Weg finden, uns zu sagen, dass wir sie jetzt nerven und gehen sollen. Ja. Das ist ab. Ich hab nur abgesehen. Ja! Du hast es toll gemacht. Du hast eine Spur gefunden. Phantom, oh. Gin oder Shade? Ha. Phantom, Gin oder Shade? Warum schmeißt du das da jetzt hin? Ach so, die haben es schon gesehen. Ja, sie haben schon gesehen, dass sie den Orb da haben. Jetzt ist halt die Frage, weil auf die Box hat er nicht reagiert, aber vielleicht wollte er auch einfach nicht mit mir reden und ich habe keine Gefriertemperaturen gesehen, auch nicht als es drin war. Auf jeden Fall ausschließen wegen Buch. Oh, da ist ein Kruzifix. Ist ein Buch im Klo drin? Ich meine ja, im Klo und in dem Flur. Ich bin immer so schnell, ey. Ich war ja die ganze Zeit gerade bei Luzi und dann auf einmal. Also, wo bist du? Hallo? Hami ist ja einfach abgehauen. Da war ich schon mit Hami unterwegs, ja. Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall hinten ist Bad. Also hier hinten ist weder was im Buch noch in der... Ja, es ist aber auch auf jeden Fall hier ist Bad, mit Sicherheit. Aber hier ist auch nichts im Buch. Hm. Kannst du mich hören? Ja. Hallo? Bist du hier? Kannst du mich hören? Sprich mit mir. Sag etwas. Sag ich etwas. Ich nehme einfach mal an, dass Basti das Whiskyglas hat. Frag mich nicht warum, aber ich glaube, Basti hat das Whiskyglas. Säufer. Ich muss jetzt dreimal durchatmen und dann versuche ich mal das Buch in das Bad zu legen. Ja, es ist ein bisschen komisch, was da so zwischen euch beiden abgeht. Ja, okay, schön. Bist du hier? Rede mit uns. Sprich. Sag etwas. Boah, wenn kein Licht an ist, ne? Du siehst halt als Geist auch einfach nichts. Aber sobald eine Lampe drauf geht, dann könntest du es sehen. Ah, warte, wenn ich direkt drüber stehe, dann sehe ich was, aber da steht nichts drin. Ich weiß aber auch nicht, ob man es als Geist lesen kann. Doch, ich meine, das ging. Es hört sich an, als ob das hier auf dem Klo einfach vor sich hin klingelt. Die beiden einfach bitten, kurz nach dem Bild zu gehen und dann fragen. Ja, aber die sehen doch
da liegt doch so eine tolle Taschenlampe von Basti. Du hattest dich. Moment mal. Die liegt doch super. Sprich mit mir. Wie alt bist du? Nee, deine Beine sind da vor, Basti. Wo bist du? Ich hab jetzt die Taschenlampe bei der, an das Buch gelegt. Seht ihr da jetzt was? Nein. Also nein. Einmal ja, zweimal nein. Ja, das war schon zweimal. Einmal ja, zweimal nein. Ah, verdammt. Mist. Aber danke fürs Gucken. Aber nur, weil deine Beine davor sind, glaube ich. Also hier scheint die Lampe direkt auf das Buch, aber sag etwas. So gegen die Seite, deswegen sehe ich die Seiten selbst nicht. Sprich mit mir. Bei mir selbst liege ich hier ganz hinten in der Ecke drin. Ah, okay. Ja, bei mir liegst du halt so halb auf dem Buch drauf. Wohnst du hier? Wobei hier vorne sehe ich es, wenn die Lampe da drauf geht. Jin Phantom kann sein, ne? Ja. Also das Buch ist leer. Das Buch ist auf jeden Fall leer. Wie viel Uhr haben wir? 2:11. Du blöde Rummelsfüße. Hat sie jetzt wirklich gerade geguckt, wie spät das ist? Damit sie fluchen kann? Ah. Wow, okay, jetzt geht's ab. Der ist das egal. Freudige Katze. Deine Oma ist hässlich. Weißt du, was eigentlich viel peinlicher ist? Ich kann ja nicht fluchen. Na, damit habe ich ja kein Problem. Das bringt halt nichts. Lara schmeißt auf das Buch. Lara schmeißt auf das Buch. Alles gut bei dir, Basti? Oder hast du einen Absturz? Ja, nee. Ja, nee, was? Aber du, dann haben wir es geschafft. Weil du läufst bei mir auf der Stelle, deswegen. Also, zwar nicht alleine, weil wir hatten die beiden, aber wir haben es geschafft. Angeblich? Und vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Feld gestorben. Was? Hast du kannst stolz auf dich sein, du musst dich jetzt nicht in der Ecke verstecken. Das kannst du doch nicht sagen, oder? Ich stehe doch hier extra vor dem Regal. Wie oft hatten wir das schon, dass Shade so der schlimmste Geist war überhaupt? Ich glaube, wir haben uns irgendwo haben wir uns vielleicht versehen oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht. Okay, einer ist da. Zwei sind da. Eingeloggt. Super. Bombenteam, würde ich sagen. Allerdings, ey. Wie mega geil war das denn bitte? Yeah. Gell, schaut ganz schnell, ganz gut. Das war ja mal eine ultra coole Runde. Also, sorry, aber das mit der Gleichschaltung des Gehirns, das geht irgendwie gar nicht. Nein, das geht wirklich gar nicht. Das war richtig gruselig. Jetzt, um was geht's denn jetzt schon wieder?
ausnahmslos alles perfekt erraten. Mhm. Nach dem Motto, ja, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der mit dem Whiskyglas ist Bestie, so, ne? What the fuck, so. Und ich stand nur so daneben und dachte so, hä? Ja. Weißt du? Wir wollen uns irgendwie was sagen mit dem Buch, ne? Ich glaube, irgendwas im Buch drin, vielleicht müssen wir das nochmal ins Bad reinlegen. Das lief sowas ja. von reibungslos. Das ist nicht mehr aber es lief auch nur so reibungslos. Ich mache die ganze Zeit irgendwas, da kommt nichts. Und dann macht Basti einmal genau das Gleiche, zack, funktioniert's. Und ich denke so, was ist denn das bitte? Habt ihr mich einfach ignoriert? Ich muss das. Nein, also ich bin ganz ehrlich, mir ist die Dose mehr aufgefallen als das Whiskyglas. Hami hat das Whiskyglas häufiger gesehen, hat dann aber auch meistens was gesagt, während ich mich erstmal umgedreht habe und habe überlegt, was müsstest du mir damit jetzt sagen? Soll ich jetzt etwa umschalten oder was? Was soll das denn? Hör doch mal auf, bitte. Ich bin schon mal weggelaufen. Aber am geilsten war auch die Sache von wegen, wie, wir sollen räuchern? Ja, okay. Und wir so, nein, da liegen sonst die EMFs. Es war ein EMF 5. Also ja, aber wo sollen wir denn räuchern? Nein, ihr sollt nicht räuchern. Ja, ihr habt aber nicht nach vorne geschmissen, die Sachen doch. Sind auf die Röcherstäbchen geflogen. Das war das Problem. Die sind weitergerollt. Ja, die sind einfach weitergerollt. Aber es hat ja trotzdem noch funktioniert. Und dann irgendwann so, vielleicht sollen wir einfach was ins Bad stellen. Wie so, ey, es funktioniert. Ich dachte immer, gut, stelle ich halt eine Kamera dahin und dachte, irgendwer wird schon mit mir laufen. Und dann ist mir aber erst im Nachhinein eingefallen, dass ich vielleicht mal Nuzi Bescheid gesagt hätte. Ja. Vielleicht. Okay. Ich habe dich gefühlt.